Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele, diesmal mit einer Pre-Release-Box, nämlich für Star Wars Unlimited, der Funke einer Rebellion. Das habe ich von Asmodee freundlicherweise als Rezensionsexemplar bekommen und ja, die Pre-Release-Box, die gab es oder gibt es eben immer zum Start eines neuen Sets in den entsprechenden Spieleläden, wo man halt Pre-Release-Events spielen kann, also vor dem offiziellen Start des neuen Sets kann man dann schon spielen. Ja, und in dieser Box sind schon Materialien drin. Wir haben Marker drin, wir haben Booster drin, hier sieht man auch 6 Booster, Promokarten, auf jeden Fall 2 dabei. Das heißt, wer da spezielle Karten möchte, kann die hier bekommen. Schnellstartanleitung, Deckbauanleitung, Trainerkarte und eine Deluxe-Deckbox. Und das ist, denke ich mal, eine gute Chance, loszulegen mit Star Wars Unlimited. Und ich möchte einmal mit euch hier mal reinschauen und schauen, was in den Boostern drin ist. Hier oben haben wir ja, die Öffnung. Geht auf jeden Fall sehr einfach auf. Und dann schauen wir mal rein. Und wir haben hier die Promokarten. Die schauen wir uns gleich an. Wir haben hier die 6 Booster, die hier dabei sind. Die schauen wir uns natürlich auch an, was da Schönes drin ist. Vielleicht eine Legendary. Mal gucken. Dann haben wir hier eine Deckbox, die wirklich nice ist. Die man auch nutzen kann. Um eben so ein Trenner hier. Ne? Und wo man dann halt ein Deck auf jeden Fall reinpacken kann. Vielleicht sogar 2. Und dann haben wir noch ein Booster. Und wir haben hier die Schnellstartanleitung. Da ist alles drin, was man braucht, um Star Wars Unlimited zu spielen. Wir haben Pappmarker. Die sind jetzt nicht hochwertig besonders, aber okay, um Schaden anzuzeigen. Irgendeine eigene Fähigkeit, die man schon benutzt hatte, wie den Anführer auf jeden Fall. Dafür wird es gedacht sein. Und wir haben einen Initiative-Marker, der natürlich auch wichtig ist. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine Bau eines Pre-Release-Decks, also eine spezielle Anleitung, wie man aus diesen 6 Boostern, die man jetzt hier bekommen hat, ein 30 Karten umfassendes Deck bauen kann. Ein Anführer, eine Basis und mindestens 30 andere Karten. Und hier gibt es ein paar Tipps, wie man das halt macht. Welche Aufteilung man hat, 20, 25 Einheiten, wie viel Boden- und Weltraumeinheiten ungefähr, welche Ereignisse und Upgrades. Das ist ganz gut für die Pre-Release-Deck. Das normale Deck hat natürlich mehr Karten und da sind die Regeln ein bisschen anders, aber so als Tipp ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann schauen wir uns als erstes mal die 2 Promokarten an, die hier dabei sind. Und ich denke, weil ich weiß, sind das die Promokarten, die ich auch schon bekommen hatte, als ich auf der Messe spiel war bei einem Promo-Event. Genau, wir haben nämlich hier die 2 Promokarten Darth Vader und Luke Skywalker, die auch nur hier dabei sind. Das sieht man unter anderem auch daran, dass unten eben keine Set-Daten sind. Wir haben ja weder Set-Nummer, also das ist jetzt das erste Set wäre, noch haben wir eine Seltenheitsstufe, noch haben wir eine Nummer, eine fortlaufende. Das sind wirklich Promokarten, die es so nur hier gibt, die man aber natürlich ganz normal spielen kann und die im Endeffekt ja auf der Seite nur auf der Seite voll sind. Okay, witzig. Also nicht auf der Anführerseite, aber auf der inaktiven Anführerseite sind sie voll. Und hier hat man dann, beziehungsweise hat man dann doch die Nummer, aber hier ist halt, es ist halt dieses Special, ne? Also das ist keine Normalseltenheit, sondern so eine Special Promo. Und es ist 2 von 2 und das hier ist dann 1 von 2. Genau. Also sieht man dann doch hier ein paar Angaben. Spark of Rebellion, also doch, das hatte ich dann verwechselt. Auf der Rückseite ist das nicht drauf. Hier ist es drauf. Aber ja, im Grunde genommen auch sehr schön. Ja, sieht schon witzig aus. Und wie gesagt, etwas, was man eben nur in dieser Pre-Release-Box bekommt. Dann machen wir den ersten Booster auf. Hier sind 16 Karten drin. Das sieht man auch hier. Und man hat also mindestens eine Foil und mindestens eine Rare drin. Zudem hat man einen Anführer und eine Basis drin. Und natürlich mit ein bisschen Glück kann auch der Anführer Rare zum Beispiel sein, die Basis. Dann gibt es spezielle Hyperraum- oder Hyperspace-Illustrationen, wo halt nicht dieser Rand drumherum ist. Schauen wir mal, ob wir hier was dabei haben. Ich sag mal, diese Common-Karten, da hatte ich ja schon einiges ausgepackt. Die werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Das sind halt Karten, die man sehr oft bekommt. Das ist halt ja einfach der Fall bei Common-Cards. Vielleicht wird in der Zukunft bei den Boostern vielleicht noch eine Rare mehr drin sein und eine Uncommon mehr drin sein. Die normalen Commons, das sind ja 4 Seltenheitsstufen, Common, Uncommon, Rare und Legend.
Und natürlich möchte man tendenziell die Rare und die Legend haben. Aber hier sind auch schöne Sachen dabei. Und das sind halt dann oft eben auch die Basis des eigenen Decks. Diese Common-Karten. Genau. Und dann schauen wir mal, was noch so drin ist. Neben den Commons. Da haben wir hier den Bosk. Eine sehr schöne Karte. Die gefällt mir sehr gut als Uncommon. Die hat Hinterhalt. Das heißt, man darf sofort damit angreifen, wenn man sie ausspielt. Normalerweise erst dann natürlich in der nächsten Runde. Und wenn man einen Ereignis spielt, dann darfst du einer zwei Schaden zufügen. Das heißt, die funktioniert sehr gut in meinem eigenen Deck. Dann haben wir ein Upgrade, auch ein sehr starkes, dieser schwere Blaster. Da kann man zusätzlich Schaden ausführen, oder austeilen. Ne? Und das Upgrade bringt ja sowieso schon plus 2, plus 2. Und wir haben das angesprochene Ereignis, das ist die dritte Kartenart. Neben Einheiten und Upgrades gibt es noch Ereignisse. Und da bekommt jede befreundete Einheit, erhält für diese Phase Offensive plus 2, also plus 2 Angriff, alle eigenen. Auch schön. Dann haben wir als Rare, das ist ein Slot, wo halt eine Rare und eine Legend oder eine Legendary ist, haben wir Wolf, Fringe-Klon, eine Bodeneinheit, Saboteur. Wenn diese Einheit angreift, ignoriere Wachposten und besiege die Schilde des Verteidigers. Ja, und wenn gespielt und bei Angriff, Basen können in dieser Phase nicht geheilt werden. Okay, also können Gegner im Zweifel Basen nicht heilen. Man selber auch nicht. Und als Foil haben wir eine Kammer, nämlich den Scout-Schlittenverfolger. Ja, und so macht man halt hier in diesem Pre-Release-Event 6 diese Booster auf, schaut sich an, sortiert ein bisschen, welche Karten man hat, welche Aspekte. Es gibt ja sechs Aspekte im Spiel. Die werden dann hier angezeigt und hier angezeigt, bei normalen Karten dann eben. Hier oder auf der anderen Seite hier bei normalen Bodeneinheiten, ne? Dass man die Aspekte sieht und die müssen dann auch passen zu der Anführereinheit bzw. zur Basis. Und hier sieht man eine besondere Basis, denn das ist eine Standardbasis, allerdings in Hyperspace. Das heißt, man sieht hier, Hyperspace bedeutet, ringsrum gibt es halt keinen Rand, sondern da wird halt so ein bisschen Hyperspace-mäßig, wenn die Raumschiffe beschleunigen, das so dargestellt. Das ist ein ganz netter Effekt. Dann haben wir hier wieder diverse Common-Einheiten, die dann auch noch Begriffe haben, also Keywords haben. Dann ist es entweder eine Weltraumeinheit oder eine Bodeneinheit, die ja in der Regel nicht gegeneinander kämpfen können. So, und dann haben wir als Uncommon die Ghost. Das ist eine einzigartige Name. Das erkennt man daran, dass es ein Sternchen hat. Ein Schmuggelversteck, ein Upgrade. Und wir haben hier den Admiral Pete, auch eine einzigartige Einheit. Und dann haben wir auch was Schönes, nämlich als Rare haben wir noch eine weitere Basis, nämlich den Sicherheitskomplex. Als epische Aktion kann man seinem Zug sagen, gib einer Nicht-Anführereinheit einen Schildmarker. Die hat dann nur 25 Trefferpunkte, die normalen Basen haben ja 30. Und unser Ziel ist ja, die gegnerische Basis auf 0 Trefferpunkte zu bringen. Das heißt, die ist etwas leichter zerstörbar. Dafür hat sie halt so einen schönen Effekt. Ne? Und als Uncommon Foil haben wir hier Mon Mothma, auch eine schöne Rebelleneinheit. Ja, solche finde ich immer super, die zu ziehen. Denn das macht natürlich auch ein bisschen thematisch, wenn man hier schöne Basen hat, mit denen man spielen kann. Weil man natürlich in jedem Spiel nur eine Basis im Einsatz hat. Dann geht es weiter und dann haben wir als Anführereinheit Boba Fett und die Sümpfe von Dagobah. Dann diverse Kamelkarten wieder. Hier auch wieder eine Hyperraum Hyperspace Kamelkarte, sieht also sehr schön aus. Dann haben wir als Ankammeln hier schon den Machtwurf, ein Ereignis. Dann Kanan Jarrus und Bib Fortuna. Und dann haben wir eine weitere einzigartige als Legendary sogar. Das erkennt man an dem L da unten. Ein bisschen schwer zu erkennen hier. Ganz unten rechts L. Die Home One. Eine Weltraumeinheit, Flaggschiff der Allianz. Und jede andere befreundete Einheit erhält Wiederherstellung 1. Man hat selber Wiederherstellen 2, damit kann man halt die Basis heilen, wenn man angreift, glaube. Und wenn gespielt, spiele eine Rebelleneinheit aus dem Ablagestapel. Sie kostet drei Ressourcen weniger. Das heißt, man kann auch eine weitere Karte günstig wieder aus dem Ablagestapel spielen. Und wir haben eine Kamen als Foil und dann nehme ich eine Foil Hyperspace, Hyperraum, Variante, Allianz-Einsatzkoordinator auch. Finde ich, sieht toll aus. Ja, sehr schöne Legendary.
im vorherigen Set eine besondere Basis. Also schöne Karten. Da die meisten Karten in so einem Booster irgendwann. Ja. Dann haben wir hier auch eine besondere, und zwar eine Hyperraum Anführerkarte, nämlich die Leia Organa. Sieht man auch, dass es hier eine Hyperraum-Variante ist von der Variante. Die richtig teure und seltene wäre natürlich die Showcase, das ist sie nicht. Aber als Hyperraum-Variante auch so sehr schön. Hier die Kestrel City als Basis. Dann haben wir den Verstärkungskampfläufer als Ankammeln, den Sternflügeraufklärer und Lieutenant Schalzen. Und als Rare haben wir Admiral Akbar, den wir ja auch kennen, hat auch wieder Hersteller 1, wenn diese Einheit angreift, heile einen Schaden von deiner Basis. Und wenn gespielt, du darfst einer so viel Schaden zufügen, wie du Einheiten in dem Kampf, in ihrem Kampfgebiet kontrollierst. Also, wenn man da schon einige Karten draußen hat, kann man nochmal richtig Schaden noch austeilen. Und ein Upgrade haben wir als Feuer, nämlich die Schnellschussreflexe. Auch eine schöne, schöne Fähigkeit, wo man dann auch mit einer erschöpften Karte, wenn man danach das Upgrade drauf spielt, nochmal angreifen kann. Ja, gefällt mir. Mal schauen, was wir in den letzten zwei Booster noch haben aus diesem Pre-Release-Set. Ich habe leider in der Nähe nicht so einen Spieleladen, von daher ist es mit den Pre-Release-Events oder generell Vor-Ort-Spiel-Events immer noch so nicht so einfach, sage ich mal. Da wird mehr mit Freunden und Spielerrunde gespielt. Aber man kann natürlich auch Organized Play, gibt es in den Läden, gibt es auch als Meisterschaften, Europa, Weltmeisterschaft etc. Cantina Maulheld hier als Hyperraum-Variante, sehr schön. Dann als Ankammeln Geschwader-Anführer. Tod nützt er mir nichts, ein Ereignis und ein Kampfgleiter der Renegatenstaffel und eine Rare als ja, als Rare. Agent Callus Hinterhalt, das heißt, man kann die Karte spielen in dem Moment, wo man sie ausgespielt hat, was ja normalerweise nicht geht. Und wenn eine andere einzigartige Einheit besiegt wird, also nicht unbedingt muss die das machen, du darfst eine Karte ziehen. Also nochmal Card Draw, sehr schön. Und wir haben den Wampa, auch eine sehr schöne, witzige Karte, wie ich finde, als Feuerherr. Ah, nice. So, dann machen wir mal den letzten Booster auf. Und jetzt kommt noch was richtig Gutes, pass auf. Mal schauen, das ist aber immer ein bisschen das Aufregende bei Sammelkarten spielen. Was ist drin? Und es ist drin, immerhin eine Rare, der Großinquisitor, eine Anführerkarte. Und dann kann man nämlich eigenen Einheiten Schaden zufügen, um sie spielbereit zu machen. Wenn man ihn dann ausgespielt hat, fügt man ihnen ein bisschen weniger Schaden zu. Aber so kann man eben nochmal mit Einheiten angreifen, die man einfach schon angegriffen hat. Als Basis haben wir die Echo-Basis. Wieder diverse Comments. Als Ankommens den gnadenlose Sturmkorvett verschanzt und immerhin eine Hyperraum-Ankammeln. Energieausfall, besiege beliebig viele Upgrades an einer Einheit. Dann haben wir als Rare den Schleichangriff einer eigenen Spiele, eine Einheit von deiner Hand. Sie kostet 3 weniger und bekommt spielbereit ins Spiel. Dann muss man sie aber nach der Sammelphase abwerfen. Das heißt, sie hat man dann nur kurz. Und wir haben eine sehr schöne Karte. Ist zwar eine Kammeln, finde ich aber witzig. Die Ordensverleihung als, kennt man ja auch aus dem Film, als voll. Die kostet aber 0, ne? Also man kann bis zu 3 Rebelleneinheiten, die in dieser Phase angegriffen haben, je einen Erfahrungsmarker geben. Finde ich stark. Und das für 0 kann man 3 Einheiten bis zu 3 Einheiten stärker machen. Oh, cool. Ja, das war mein Unboxing des Star Wars Unlimited, der Funke einer Rebellion Pre-Release Box. Ja, ich finde das cool. Ich hoffe, viele von euch konnten den Pre-Release spielen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es war, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Und natürlich auch generell, was ihr von Star Wars Unlimited haltet. Und schaut mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbei, meiner Website. Dort gibt es viele Informationen rund um Brettspiele, aber natürlich auch um Sammelkartenspiele, wie Star Wars Unlimited. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!